Schnell hier hoch, komm, Junge! Ach, Mädchen. Uff. So. Wenn wir die Nacht durchreiten, musst du Gas geben. Warte mal kurz. Keine Ahnung, aber ich habe halt ein angefangenes Deck und... Norden. Ja, wenn ich mich da drauf setze, habe ich halt immer so ein bisschen Orientierungsverlust. Weil man halt doch... Warum komme ich da nicht durch? Kann ich von hier oben abbauen? Ja. Ich glaube, der ist schuld daran. Nee? Jetzt aber. Jetzt müssen wir hier irgendwie hochkommen. Ja, ja, komm mal her. Ist immer noch ganz klamm. Aber hoffentlich ist es dir eine Lehre gewesen. Ja? War es eine Lehre? Wir reiten schön nach Osten. Auf dem Weg hat es so schön geklappt, dass wir die Richtung einhalten. Müssen wir natürlich auch ein Stück nach Westen dann gucken. Aber vielleicht hilft uns das, dass wir besser über diese blöden Berge drüber kommen. Das Ei können sie behalten. Wow. Applejack. Obenrum. Da unten waren mir zu viele Creeper. Kommen wir hier leichtfüßig runter? Was meinst du, Mädchen? Oh. Vorsichtig, ganz langsam machen wir das. Ganz vorsichtig, Mädchen. So. Und jetzt hier rüber. Und dann geradeaus und Gas geben. Schön. Jetzt haben wir die Richtung wieder drin. Irgendwie leckt es immer noch leicht auf Pferden. Oh ja, das ist schön. Spinnen könnten schneller sein als wir. Ich habe auch nicht gerade das schnellste Pferd. Ich meine, ich reite hier auf den Esel. Das Pferd braucht dringend irgendwann eine Pause. Esel. Der Esel. Na, hier komme ich schon wieder nicht hoch. Da komme ich nicht runter. Scheiß Wälder. Ist das Blumenbiom. Das heißt, wir sind bald an der Biomgrenze. Müssen wir uns jetzt ein bisschen nach dort halten, nach links. Weil wir sonst durch den Ozean schwimmen müssen. Der da hinten ist die Biomgrenze. Und dann ist es nicht mehr weit. Ups. Ah, das ist nicht gut. Wieder hoch. Bitte wieder hoch. Jetzt haben wir ein Problem. Obwohl, hier kommen wir hoch. So. Schön an der Biomgrenze entlang reiten, Apple.
Ach, guck mal, es heilt sich auch wieder. Warte, waren es noch 3,5 Herzen. Haben wir den Wald gleich auch hinter uns. Kürbisse, jede Menge. Ah, und Schafe und eine Spinne. Ich bin der einzige Idiot, der absteigt, um Kürbisse zu ernten. Vor allem, wenn man überlegt, was ich für Riesenfarmen habe. Ist da hinten unser Haus, das wir gebaut haben? Sieht danach aus, oder? Könnten wir danach dorthin reisen und gleich Tag machen? Nicht, dass das nötig wäre. Die Nacht ist eh gleich vorbei. Mini-Zombie, aufpassen. So. Ja, zumindest mal eine vertraute Ecke hier gefunden. Gott, ist jetzt hier viel gespawnt. Gib Gas. Ja, das ist unser Haus. Ah, eine gemütliche Baracke aus Türen. Sonnenblumen. Ich glaube, uns fehlt sogar noch eine Pflanze, oder? Ne, wir haben alle drei. Können wir allen Farbstoff rausgewinnen. Ach, jetzt kommt wieder der dunkle Wald. Ah, da werden wir wohl auch wieder nicht durchreiten können. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit, über die Bäume zu reiten. Und vorsichtig, hier vorne ist der Biombruch, Apple. Da musst du aufpassen. Und danach kriegst du ein Namensschild verpasst und landest in einem schönen Stall. Ja, so geht's auch. Vorsicht, Apple. Denk dran, wer hoch steigt, der kann auch tief fallen. Oh. Fallschaden ist wohl geringer für dich. So. Altes Biom, wenn du mich fragst. Keine Gräser mehr. Ach doch, Gräser noch. Dann ist es noch nicht ganz so alt, aber schon älter. Gott, auf dir zu reiten hat das Ganze wirklich verkürzt. Mist. Wir haben tatsächlich irgendwo in weiter Ferne ein Pferdesel gezähmt und haben diesen dann bis nach Hause durchgeschleppt. Das ist auch ein Achievement für uns, oder? Das hätte ich nie gedacht, dass wir noch irgendwo Pferde über eine Festlandbrücke finden. Wartet. Schleim. Irgendwo hier Schleim. Ich höre Schleim. Wir brauchen Schleim. Wo? In der Höhle? Ich gehe mal kurz in die Höhle. Tolle Höhle. Er scheint ganz nah zu sein. Hier drin. Ich pflanze tatsächlich Setzlinge. Anstatt sie weg. Ah, guck euch den an. Das ist ja mal ein Brocken. Und er freut uns, uns zu sehen. Oh, ich habe noch nie Schleim in dem Texture Pack gesehen. Das ist ja gruselig. Einer ist noch. 7 Brocken Schleim, das reicht schon fast für einen Schleimblock. So, jetzt nehme ich hier oben erstmal die Setzlinge weg, denn ich verstoße gerade, wir sind so nah an unserer Base, da verstoße ich schon gegen unsere Grundsätze. Ey, wo ist Applejack hin? Also Tillyjack maut hier rum, aber Applejack.
Mit den Sattel. Ach, da hinten. Wie ist das da hinten hingekommen? So. Also das gibt jetzt den Ganzen noch eine Krone. Wir haben Schleim gefunden. Ah, da hinten ist die Wüste, die große. Wenn wir es jetzt ganz positiv anstellen, brauchen wir nicht mal durch den Zoll. Obwohl, wir sollten ja angeben, was wir gefunden haben. Na kommt, lass hier noch mal ein bisschen metzeln. Nicht, dass wir mit halbvollen Inventaren zurückkommen. So. Noch mal ein paar niedergemetzelt. Das ist eine entspannte Art zu reisen. Man kommt schnell vorwärts, man muss sich nicht immer Gedanken ums Essen machen. Warum habe ich vorher nie Pferde benutzt? Ach ja, genau, weil durch Wälder und enge Passagen sie oft stecken bleiben. So. Ah, da vorne ist schon unser Leuchtfeuer. Das heißt, wir sind fast da. Fast zu Hause. Und hier sind auch noch viele Bäume. Wir werden auch noch viel Holz brauchen für unsere aktuellen Projekte. Oh, und die Wasserhöhe. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Wann wird das eigentlich gepatcht, dass das Wasser höher ist? Ah, ich sehe unsere Türme. Hier ist jetzt ein Dschungel? Gut zu wissen. So. Ab über die Brücke und ab durch den Zoll. Der Zoll hat Türen, oder? Scheiß drauf, vergiss den Zoll. Komme ich nicht durch. Hör mal kurz an. Irgendwas zu verzollen? Willkommen zurück, Herr Iroini. Ja, guckt rein. Jede Menge Zeug. Diamanten, Büchern, Pferd, Esel. Wir wünschen Ihnen viel Spaß zu Hause. Ah, Zollbeamte. Ich glaube, ich war ein bisschen zu lange fort. Ich glaube, mein Visum ging gar nicht so lange. Na egal, ich wurde ja unterwegs nicht von irgendwelchen ausländischen Zollbeamten kontrolliert. So, erst geht der Esel in den Stall. Und dann machen wir den Rest. Komme ich da überhaupt hin von hier aus? Ich glaube ja, Tilly. Jetzt kommst du wieder angeschissen. Ich habe dich doch gerade geduscht. Das gefällt dir nicht. Da hat sie Angst. Boah. Aber muss sein. So lernt sie. Dass er nicht überall hinpissen kann. Ich weiß auch nicht. Da fängt sie jetzt plötzlich mit an. Das hat sie sonst nie gemacht. Ich verstehe das nicht. Also okay, ab und zu mal. Ah! Nein, 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 nein. Nein! 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 Da war Lava in der Nähe. Das Buch. Die Pistons, der Schleim. Meine Ausrüstung. Ich hätte schnell ausloggen sollen, oder? Ich kam auch nicht mehr vom Pferd runter.